is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Festmahl, das sättigt. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Es wäre zu wünschen, dass alle Männer und Frauen, die mit ihrem elenden, verkümmerten Zustand in göttlichen Dingen zufrieden sind, plötzlich in den Himmel versetzt werden und einen Augenblick lang den hohen, heiligen Stand der Vollkommenheit erleben, der dort ständig herrscht. Jeder ist von Liebe erfüllt. Jedes Gesicht strahlt vor Freude. Ich frage, könnten sich solche Menschen in die himmlische Gesellschaft mischen, bei ihren Liedern mitsingen und die reine, erhabene und mitreißende Herrlichkeit aushalten, die von Gott und dem Lamm ausgeht? Aber nein. Die Menschen, die ihren Geist darin geübt haben, an der Beschäftigung mit geistlichen Dingen Genuss zu empfinden, sind diejenigen, die verwandelt und entrückt werden können und von der Reinheit und der alles übertreffenden Herrlichkeit des Himmels nicht überwältigt werden. Vielleicht kennst du dich in verschiedenen Kunstrichtungen aus. Vielleicht bist du wissenschaftlich gebildet oder bist ein guter Musiker oder Schriftsteller. Deine Umgangsformen wirken auf deine Mitmenschen angenehm. Was aber haben diese Dinge mit einer Vorbereitung auf dem Himmel zu tun? Inwieweit machen sie dich tauglich, vor dem Gerichtshof Gottes zu bestehen? Irre dich nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Nur die Heiligkeit wird dich auf den Himmel vorbereiten. Nur die aufrichtige, persönlich ausgelebte Frömmigkeit kann dir einen reinen, erhabenen Charakter geben und dich befähigen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, der in einem Licht wohnt, da niemand zukommen kann. Der himmlische Charakter muss auf der Erde erworben werden, oder er kann überhaupt nie erworben werden. Das Verlangen, Güte und echte Heiligkeit zu besitzen, ist soweit in Ordnung. Wenn du aber hier stehen bleibst, wird damit gar nichts erreicht. Gute Vorsätze sind richtig, werden sich aber als wirkungslos erweisen, solange sie nicht energisch in die Tat umgesetzt werden. Viele werden verloren gehen, obwohl sie gehofft und gewünscht haben, Christen zu sein. Sie haben sich aber nie ernsthaft angestrengt. Deshalb werden sie in der Waagschale gewogen und so leicht befunden. Der Wille muss in die rechte Richtung geleitet werden. Ich will von ganzem Herzen Christ sein. Ich will die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe der vollkommenen Liebe kennenlernen. Hör auf die Worte Jesu. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Christus hat reichlich dafür vorgesorgt, die Seele zu sättigen, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. The Lord is coming. Are you ready?